Wie kann ich wirklich abnehmen, ohne meiner Gesundheit dabei zu schaden? Genau so funktioniert Intervallfasten und dieser Rhythmus ist der beste für Sie. Und dieser Tipp jetzt verstärkt nochmal den Effekt. Über die Hälfte aller Diäten bringen langfristig gar keinen Erfolg. Intervallfasten ist mehr als eine Diät. Es ist eine dauerhafte Ernährungsumstellung, beziehungsweise wenn Sie es als dauerhafte Ernährungsumstellung sehen, machen, dann wird es bei Ihnen Erfolg bringen und dann wird es auch eine gesunde Sache sein. Das Konzept des Intervallfastens ist einfach. Anstatt sich ständig mit Essen zu beladen, folgt man einem sogenannten festgelegten Zeitplan, in dem man isst und fastet den Rest des Tages oder macht quasi eine Essenspause. Es gibt verschiedene Varianten, darunter das 16-8 Intervallfasten, bei dem man 16 Stunden fastet und innerhalb von 8 Stunden dann isst, oder auch das 5-2 Intervallfasten zum Beispiel, bei dem man an 2 Tagen in der Woche sehr wenig isst. Ich gehe darauf gleich noch genauer ein, welche Besonderheiten es überall gibt. Aber was sind die angeblichen Vorteile nun? Und sind diese Versprechungen, diese definitive Gewichtsabnahme, das mehr Wohlbefinden, Autophagie, hört man da ja auch sehr oft, ist es zu schön, um wahr zu sein? Was ist da dran? Die Kritiker des Intervallfastens, die argumentieren, dass es nicht für jeden geeignet ist. Das liest man auch. Und sogar negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben kann. Das sollte man auch als Arzt wissen, wenn Sie als Patient uns Ärzten sagen, dass Sie Intervallfasten machen wollen. Ich schaue mir jetzt beides einmal an und nenne Tipps und Tricks, wie das Intervallfasten gelingt, und zwar dauerhaft. Hallo, mein Name ist Dr. Tobias Weige und mein Ziel ist es, medizinisch verständlich und korrekt über Gesundheit und Medizin aufzuklären, und dazu zählen insbesondere auch Sport- und ernährungsmedizinische Themen. Was ist Intervallfasten? Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihren Körper in einen Fettverbrennungsturbo verwandeln. Das wünschen wir uns ja immer. Da versuchen wir alle Tricks für, irgendwelche besonderen Lebensmittel nehmen wir dafür, sogar Pillen vielleicht, ohne jetzt auf Ihre Lieblingsmahlzeiten zu verzichten. Das ist ja das, was wir uns wünschen. Endlich auch klare Strukturen, klare Regeln, einen Plan haben. Intervallfasten könnte dazu der Schlüssel sein. Sie essen nur zu bestimmten Zeiten und aktivieren den Fastenmodus. Sie stabilisieren den Blutzucker. Sie reduzieren innere Entzündungen und sie verbrennen vor allem Fettgewebe, um Energie zu gewinnen. Ob wirklich eine spürbare Autophagie, das heißt eine, die einen gesundheitlichen Unterschied macht, stattfindet, ist fraglich. Darauf komme ich gleich noch. Sicher ist aber, durch Intervallfasten können Sie tatsächlich Ihre Kilos purzeln lassen, und zwar auf einem gesunden Weg. Intervallfasten gibt es in ganz vielen verschiedenen Formen. Die gängigsten, häufigsten Varianten sind das 16-8-Fasten, bei dem 16 Stunden gefastet wird und nur innerhalb eines 8-stündigen Zeitfensters gegessen wird. Und das ist dann meist natürlich tagsüber, und die 16 Stunden, wo man sozusagen Pause hat, da ist natürlich auch viel Schlaf mit dabei. Fast alle Formen des Fastens, das ist wichtig, die bringen Vorteile und Nachteile mit sich. Und genau die schauen wir uns jetzt einmal auch genauer an. Und da sollten Sie nämlich schauen, was ist für Sie relevant. Und vor allem, was ist auch mit dem Lebensalltag vereinbar. Meine 5 Tipps, damit Intervallfasten ein Erfolg wird. Tipp 1. Starten Sie langsam. Wenn Sie neu mit Intervallfasten starten, dann beginnen Sie bitte mit einer milderen Methode wie dem 16-8-Fasten. Das hatte ich jetzt gerade schon ein paar Mal gesagt, mit den 16 Stunden Fasten. Vor allem auch Teil dann natürlich nachts und im 8-Stunden-Essen. Sie können sich mit der Zeit allmählich steigern, wenn Sie sich an das Fasten, das Intervallfasten gewöhnt haben, und vor allem auch mögliche Auswirkungen auf Ihren Körper. Und die wird es geben, wie Konzentrationsstörung, Kopfschmerzen, Blutdruckabfall etc., wenn Sie die kennen. Tipp 2, trinken Sie ausreichend Wasser während des Fastens, um Ihren Körper hydratisiert zu halten. Also schön Flüssigkeit aufnehmen, kein Zucker, Wasser, also keine süße Plörre. Und auch Maßnahmen gegen den Hunger ist das nämlich. Gerade aus Notarztsicht ist das auch wichtig. Schon oft habe ich Einsätze gehabt, wo Betroffene gerade beim Ramadan zum Beispiel, wo man auch auf Flüssigkeit natürlich verzichtet, oder andere Fastenarten, Zusammenbrüche mit Blutdruckabfall oder Dehydrierung haben. Ungesüßte Kräutertees, schwarzer Kaffee ohne Zucker oder Milch, wie gesagt, kaltes Wasser, das ist erlaubt und das sollten Sie auch nehmen. Tipp 3, in den Essenszeiten sollten Sie auf eine ausgewogene Ernährung achten, die reich an Ballaststoffen ist, proteinreich, so 1 bis 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, gesunden Fetten, Obst, Gemüse. Das hilft auch, Nährstoffmängel zu vermeiden, weil Sie ja weniger essen, und den Körper mit allen wichtigen Substanzen zu versorgen. Das ist ganz wichtig. Der größte Fehler beim Intervallfasten ist, dass man denkt, ach,
jetzt habe ich lange nichts gegessen, 16 Stunden lang gewartet, habe Hunger, jetzt kann ich füllen und essen, was das Zeug hält. Du bist, was du isst, und das gilt auch in den Essensphasen beim Intervallfasten. Ihr Körper unterscheidet nicht, wann Transfette, also schlechte Fette, wann viel Cholesterin, wann Industriezucker etc. im Körper aufgenommen wird. Und Tipp Nummer 4, Konsistenz ist der Schlüssel zum Erfolg, gerade beim Intervallfasten. Verzichten Sie auf Crash-Diäten in ganz kurzer Zeit, viele Kilos runterbringen, sondern verändern Sie dauerhaft was bei sich, und Intervallfasten kann das sein. Planen Sie Ihre Fasten-Essenszeiten im Voraus und halten Sie sich an den Zeitplan. Es ist normal, anfangs einige Herausforderungen zu erleben. Das ist wichtig, dass Sie das wissen. Aber mit der Zeit wird es einfacher, wenn sich Ihr Körper anpasst, daran gewöhnt. Und meines Erachtens, der größte Vorteil vom Intervallfasten ist die sehr gute Struktur durch die Zeitenvorgaben. Und damit gerade für Menschen gut, die selbst vielleicht nicht so diszipliniert oder konsequent sind, auch noch nicht so ein gutes Körpergefühl haben. Und Tipp Nummer 5. Denken Sie daran, dass Intervallfasten nicht für jeden geeignet ist und es gibt keine One-Size-Fits-All-Lösung oder so. Was für Sie funktioniert, hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen, Ihrer Gesundheit und Ihrem Lebensstil ab. Zum Beispiel, wenn Sie im Schichtdienst arbeiten, wie ich das tue, dann kann die Umsetzung schwieriger sein, genauso wie wenn Sie gerade vielleicht in einer Prüfungs- oder Klausurenphase sind. Da sollten Sie nicht stundenlang vorher keine Energie haben und hungern. Für ältere Patienten oder Patienten mit bestimmten Vorerkrankungen empfehle ich einmal vorab darüber, mit dem Hausarzt, der Hausärztin zu sprechen. Bei bestimmten Erkrankungen sollte man Fasten meiden. Varianten und verschiedene Modelle. Es gibt mehrere Varianten des Intervallfastens, die sich in ihren Zeitfenstern für das Essen und für das Fasten unterscheiden. Hier sind einige der bekanntesten Varianten und ihre Unterschiede, Gemeinsamkeiten und auch Vorteile, nämlich beim 6-1. Was ist da? Da liegt der Vorteil relativ klar auf der Hand. Wir essen einen Tag lang nichts, sparen uns die Kalorien also komplett und können so ungefähr 1,5-2000 Kilokalorien in der Woche einsparen, an diesem einen Tag, wo man nichts isst. Das 6-1-Fasten kann auch noch extremer sein, zum Beispiel in der 5-2-Variante, die hatte ich ganz zu Anfang ja gesagt, mit 2 Fastentagen pro Woche angegangen werden und steigert dabei die Kalorieneinsparung noch einmal. Diese 2 Tage sollte man aber nicht hintereinander machen, machen Profis dann aber quasi auch. Die häufigste Variante ist allerdings das 16-8-Intervallfasten, das hatte ich gerade ja schon erklärt. Und da kann man zum Beispiel so machen, dass man Nahrung zu sich nimmt, nur zwischen 12 bis 20 Uhr. Und diese Methode ist flexibel, relativ leicht in den Alltag zu integrieren. Fortgeschrittene, die sich schon an das Intervallfasten gewöhnt haben, können den Zeitraum auch weiter einschränken und ein 20-4 oder ein 18-6-Fasten planen. Und dann gibt es noch 3 spezielle Formen, die ich Ihnen einmal mitteilen will, des Intervallfastens, die Sie vielleicht noch nie gehört haben. Einmal das Eat, Stop, Eat, das OMAD, O-M-A-D und die Warrior-Diät. Bei Eat, Stop, Eat, was ist das? Da wird einmal oder 2-mal pro Woche für 24 Stunden gefastet. Zum Beispiel könnte man von einem Abendessen zum nächsten fasten. Also heute 20 Uhr, bis morgen 20 Uhr faste ich. Dies erfordert mehr Disziplin, bietet jedoch eine längere Fastenperiode und kann zu einer effektiven Kalorienreduktion führen. Und gerade so die Befürworter der Autophagie, die sagen natürlich, das ist sinnvoll. Beim OMAD isst man einmal am Tag und fastet die restlichen 23 Stunden quasi. Daher die Abkürzung One Meal a Day. Diese Methode kann zu einem erheblichen Kaloriendefizit führen und ist besonders für Menschen geeignet, die eine strenge Disziplin und Zeitmanagement haben. Aber wirklich machen sie es eigentlich nicht, hat auch viele, viele Nachteile. Stichwort auch Blutdruck, Stichwort Konzentrationsschwierigkeiten, Stichwort auch Heißhungerattacken. Also der Normale, der fällt da eher in ein Loch und vor allem auch in einen Jojo-Effekt. Und dann die Warrior-Diät. Bei dieser Methode isst man tagsüber sehr wenig oder fastet und isst dann abends eine größere Mahlzeit innerhalb eines 4-stündigen Zeitfensters. Und die Idee dahinter ist, dass dies dem Essverhalten von Kriegern in der Antike ähnelt. Tagsüber hat man quasi gekämpft und abends hat man dann gegessen. Würde ich aber von abraten, man weiß mittlerweile auch, abends Blutzuckeranstieg vorm zu Bett gehen ist keine gute Sache. Vorteile des Intervallfastens. Die Vorteile beim Intervallfasten, egal welche Art Sie eigentlich machen, welche Methode, gehen noch über den Gewichtsverlust hinaus. Studien zeigen, dass Intervallfasten eine gesundheitsfördernde Wirkung haben könnte. Ich sage
absichtlich könnte, denn bei jedem wirkt es anders. Der kurzzeitige Nahrungsentzug hat nämlich direkte Auswirkungen auf den Stoffwechsel. Und das wissen wir ziemlich gut. Während des Essens gelangen überwiegend ja Fette, Kohlenhydrate in unseren Körper. Und sind diese nicht verfügbar, weil wir ja nicht essen, dann kommt es im Körper zu einem Phänomen, das sich Metabolic Switching, also sinngemäß etwa Stoffwechselaustausch, nennt. Und das tritt ein nach ungefähr 8 Stunden. Nach ungefähr 8 Stunden werden dabei in der Leber vermehrt sogenannte Ketonkörper nämlich hergestellt, die vom Körper als Energiequelle herangezogen werden, weil ja keine anderen Quellen so schnell zur Verfügung stehen. Zumindest keine Kohlenhydrate. Autophagie und Intervallfasten. Und das ist noch ein wichtiger Zusammenhang. Intervallfasten, Autophagie, das sind zwei eng miteinander verbundene Konzepte, die in der wissenschaftlichen Forschung intensiv untersucht werden und die auch gerade auf Social Media viel diskutiert werden. Und da muss ich sagen, vorab, da wird auch viel oder zu viel reininterpretiert. Autophagie ist ein physiologischer Prozess, bei dem Zellen beschädigte oder nicht mehr benötigte Bestandteile abbauen und recycelt werden, um die Zellgesundheit aufrechtzuerhalten. Es wird angenommen, dass Autophagie eine wichtige Rolle bei der Prävention von Alterungsprozessen und auch von verschiedenen Krankheiten spielt. Es gibt wissenschaftliche Belege dafür, dass Intervallfasten die Autophagie in Zellen fördern kann. Studien an Tieren wie Mäusen, die haben tatsächlich gezeigt, dass intermittierendes Fasten, also Intervallfasten, die Autophagieaktivität erhöhen kann. Diese Erkenntnisse deuten darauf hin, und man sieht hier überall schon immer den Konjunktiv und deuten darauf hin, dass Intervallfasten möglicherweise die Zellgesundheit und auch den Schutz vor bestimmten Krankheiten, wie gesagt, fördert, indem es nämlich die Autophagie stimuliert. Allerdings ist zu beachten, dass die Übertragbarkeit dieser Ergebnisse, Tierversuche, auf uns Menschen noch nicht vollständig geklärt ist. Autophagie findet in unserem Körper ständig, permanent statt. Das ist nicht irgendwie was ganz Neues, was man erfunden hat. Die meisten Forschungsergebnisse zu diesem Thema basieren auf Tierstudien oder in vitro, also Laborexperimenten. Und es gibt, wie gesagt, weniger klinische Studien am Menschen. Man weiß nicht wirklich, hat es eine Auswirkung? Also lebt man tatsächlich länger? Hat man wirklich einen Nutzen? Das ist ja das, wo es dann relevant ist. Obwohl es also vielversprechende Hinweise gibt, sind weitere Forschungen erforderlich, muss man so sagen, um den genauen Mechanismus und auch die Auswirkungen von Intervallfasten auf die Autophagie beim Menschen besser zu verstehen. Deswegen sage ich dazu, ob es einen klaren Zusammenhang gibt, weiß man nicht. Aber es zeigt sich zumindest, dass Intervallfasten die Autophagieprozesse positiv beeinflussen können. Risiken beim Intervallfasten. Und trotz aller positiven Studienergebnisse auf Körpergewicht, Autophagie, alles, was ich gerade gesagt habe, dürfen wir nicht vergessen, und das ist wichtig, dass Intervallfasten nicht uneingeschränkt für alle Menschen geeignet ist, dieses One-Fits-All-Lösung, was ich auch gerade gesagt habe, und einige Studien den reinen Abnehmerfolg auch nicht bestätigen konnten. Ergebnisse aus Tierstudien sollten generell mit Vorsicht genossen werden, das ist auch wichtig, und ich muss an dieser Stelle auch einmal klar und deutlich, weil es so wichtige sagen, dass Intervallfasten oder generell jede Form des Fastens kein Allheilmittel ist. Gerade so dieser Gedanke, jetzt habe ich 15 Stunden, 16 Stunden nichts gegessen, jetzt kann ich alles essen, was ich will. Das ist die größte Gefahr. Wer sich vorher ungesund ernährt und die zu hohe Kalorienzufuhr jetzt lediglich etwas konzentriert, quasi in den 6-8 Stunden dann alles isst, der wird letztlich keinen Gramm Fett abnehmen, genauso ungesund quasi seinen Körper mit Stoffen versorgen, da wird sich sozusagen nichts ändern. Da hat Fasten, Intervallfasten keine positiven Auswirkungen. Viele haben besonders zu Anfang das Gefühl, ein erfolgreicher Fastentag muss am nächsten Tag direkt belohnt werden. Und auch hier deswegen ist Disziplin der Schlüssel zum Erfolg. Und es muss auch gesagt werden, bei bestimmten Lebensumständen sollte sogar ganz vom Intervallfasten wirklich abgeraten werden. Und deswegen überlegen Sie mal, ob es auf Sie zutrifft. Offensichtlich ist natürlich Schwangerschaft, Stillzeit, klar. Gerade in dieser Phase ist es natürlich wichtig, konstant Nahrung aufzunehmen. Das Gleiche gilt auch, wenn man bestimmte chronische Erkrankungen hat. Auch bei Krebserkrankungen ist es ganz wichtig, den Körper mit Energie zu versorgen. Zucker ist da was anderes, aber Energie braucht der Körper natürlich. Ebenfalls sind Untergewicht, ernsthafte psychische Erkrankungen, Psychosen, Depressionen, Erkrankungen wie HIV zum Beispiel auch nicht dazu geeignet, den Körper absichtlich noch in einen Hungerzustand zu versetzen. Das muss man immer wissen. Auch bei einer Therapie mit Cortison, und das haben ja relativ viele, die Cortison nehmen, oder auch bei bestehenden Herzkrankheiten, sollte die konstante Nahrungsaufnahme Vorrang haben. Lieber durchgehend, konstant
ausgewogen, abwechslungsreich sich ernähren. Und wenn Sie mit dem Intervallfasten beginnen, dann nochmal im Hinterkopf haben, gerade in der ersten Zeit kommt es oft zu Müdigkeitserscheinungen, zu Heißhungerattacken. Der Körper ist ein Gewohnheitstier und evolutionär darauf getrimmt, möglichst große Energiereserven aufzubauen. Deshalb müssen wir dem Körper in dieser Phase erst zeigen, dass Fasten auch positive Seiten hat, dass der Körper lernt, den Fettstoffwechsel zu aktivieren, Energie aus den Fettreserven zu gewinnen. Aus persönlicher Erfahrung kann ich Sie aber auch beruhigen. Besonders die Heißhungerattacken verschwinden sehr schnell und können durch ein großes Glas Wasser abgemildert werden. Das ist immer der Tipp. Heißhungerattacken dauern im Durchschnitt so 20 bis 30 Minuten, denn dann bildet die Leber sozusagen selbst Zucker und dann ist sozusagen der Blutzuckerspiegel auch wieder stabilisiert. Gleichzeitig kann sich in dieser Phase am Anfang beim Intervallfasten auch eine Abgeschlagenheit einstellen, denn der Körper erwartet regelmäßig Nahrung und wir setzen ihn anfangs dem Stress aus, diese Nahrung nicht mehr zu erhalten. Das kann dazu führen, dass mehr Stresshormone freigesetzt werden und Stresshormone können einerseits entzündungshemmend, also positiv wirken. Gleichzeitig steigern wir damit den Gesamtstress des Körpers. Das ist natürlich problematisch. Dauerhafter chronischer Stress quasi im Körper. Ein weiteres, eher kleines Problem ist der Mundgeruch, der sich einstellt, wenn wir über einen längeren Zeitraum nichts essen oder nichts trinken, wissen Sie vielleicht auch. Kaugummi kauen ist da immer gut, hilft auch gut gegen Heißhungerattacken. Also greifen Sie ruhig häufig zu Wasser und gesüßten Tees. Das empfehle ich immer. Viele Varianten erlauben außerdem auch an Fastentagen etwa 500 bis 600 bis 1000 Kilokalorien zu sich zu nehmen. Machen Sie das, machen Sie keine Crash-Diäten. Meine ärztliche Empfehlung an Sie. Insgesamt kann ich Ihnen nur dazu raten, das Intervallfasten wirklich einmal auszuprobieren. Fangen Sie aber langsam an. Unerfahren rate ich dabei besonders zu den bekannten Varianten des 6-1-Fastens, also 6 Tage essen, einen Tag mal gar nichts, oder dem 16-8-Fasten. Hier gibt es die meisten Informationen über Nutzen und Gefahren und Sie können auch auf einen reichhaltigen Erfahrungsschatz da natürlich im Internet zurückgreifen, da ist ganz viel beschrieben und achten Sie darauf, du bist, was du isst und das gilt auch in der Zeit dann, wenn man isst, auch beim Intervallfasten. Sollten Sie zu einer der Risikogruppen gehören, halten Sie bitte unbedingt Rücksprache mit Ihrem Arzt und finden Sie zusammen eine geeignete Möglichkeit, um Gewicht zu verlieren und gesünder zu leben. Intervallfasten ist das Ziel, nicht nur Gewicht abnehmen, sondern es sollte eine Einstellung sein. Es sollte dauerhaft sein. Eine Ernährungsumstellung. Und wenn Sie mit dem Gedanken jetzt spielen, Intervallfasten mal auszuprobieren, dann legen Sie jetzt einfach mal los. Bedenken Sie dabei, dass es also ein langfristiger Prozess ist und Sie gerade in der Anfangszeit viel Disziplin mitbringen müssen, am Anfang auch gereizt sind, vielleicht ein bisschen schlecht drauf sind, vielleicht auch Mundgeruch haben. Vorher ist es gut, wenn man das alles weiß, weil dann sind das nicht die Gründe, warum man aufhört. Denn das ist meist so, irgendwann kommen die negativen Seiten und dann hört man wieder auf. Und gerade wenn Sie sehen, dass Sie die ersten 2, 3, 4 Kilos verlieren, gerade am Anfang ist es sehr oft Flüssigkeit, was man verliert, also Wasser und nicht Fett. Deswegen bleiben Sie gerade am Anfang dabei. Das ist ganz wichtig. Und jetzt kommentieren Sie gerne mal das Video, was Sie zum Intervallfasten sagen. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.